Zum Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs haben sich mehrere tausend Informatikinteressierte in Hamburg versammelt. 4 Tage lang beraten sie über Datenschutz, Bürgerrechte im Netz und Sicherheitslücken. Das Thema des Kongresses lautet diesmal Gated Communities. Dabei geht es um geschlossene Gesellschaften im Netz, bei denen große Anbieter wie Google oder Apple bestimmen, was die Nutzer zu sehen bekommen. Im Internet gilt oft das Recht des Stärkeren. Geheimdienste spähen Bürger aus, Wirtschaftskonzerne sammeln massenhaft Daten und nicht immer ist klar, was sie damit machen. Das will die Hackerszene ändern. Auf dem Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs diskutiert sie über Freiheitsrechte im Internet und es geht auch um Zugang zum Internet für Flüchtlinge. Die Somalierin Fatuma eröffnet den Kongress. Sie ist selbst erst seit kurzem in Deutschland, fordert die Szene auf, sich stärker für die Neuankommenden zu engagieren. Die Hacker sollten auf die Flüchtlinge zugehen, sagt sie. Beide Seiten können viel voneinander lernen. Wer das Internet versteht, hat Macht. Das ist der beste Weg für alle. 4 Tage lang trifft sich die Szene in Hamburg. Es geht um Sicherheitslücken in Betriebssystemen. Hackergruppen demonstrieren, wie sich Spielkonsolen und elektronische Bezahlsysteme manipulieren lassen. Die digitale Welt sei anfällig geworden für Missbrauch, sagen sie. 2015 war auch das Jahr, wo unglaublich viele Hacks und Löcher, IT-Sicherheitslücken aufgetaucht sind, international mit Millionen Datensätzen, die abhandengekommen sind. Also wir haben da schon eine schwierige Lage, wo auch die Regierung nicht adäquat reagiert. 12.000 Besucher erwartet der Chaos Computer Club auf der Veranstaltung. Der Kongress ist eines der größten Fachtreffen weltweit.